aus dem Erzgebirgsalmanach. Aue, September 2014. Die Tauschermühle an der Zschorlauer Straße wird abgerissen. Das Gebäude war 1912 von Louis Hermann Mattes als Wassermühle schräg gegenüber dem ehemaligen Pochwerk gebaut worden. Seit 1905 war die Tauschermühle eine Gaststätte, die später die HU übernahm. Da aufgrund des Verfalls des Gebäudes die Straßenbauarbeiten behindert werden und von dem Gebäude eine allgemeine Gefahr ausgeht, hat die Bauaufsicht des zuständigen Landratsamtes den Abriss angeordnet. Von Anfang 2000 sind diese Bilder von der Tauschermühle. Bis Anfang der 1990er Jahre war der Dreiseitenhof bewohnt. Danach verfiel das Gebäude immer mehr.